Jetzt beginnt eine absolute Monsterwoche und die Gier der Masse ist so groß wie seit Jahren nicht mehr. Wie das aussieht, warum man das nachweisen kann, was da genau passiert, das will ich in diesem Video zeigen und mal diese Monsterwoche ein bisschen beleuchten, denn die hat es wirklich in sich. Wir haben nicht nur die FED-Entscheidung am Mittwoch, wir haben dann einen Tag später die EZB und wir haben die Bank of England, auch ja nicht ganz unbedeutend. Dann haben wir Konjunkturdaten, ISM-Index in den USA, vor allem die US-Arbeitsmarktdaten, die Non-Farm-Payrolls. Wir haben viele Daten aus der Eurozone, das ist das eine. Wir sehen auf der anderen Seite jetzt Märkte, die äußerst optimistisch in diese Monsterwoche gehen. Wir haben am Freitag wieder im Plus geschlossen. Der Nasdaq 100 ist jetzt 4,7% in 5 Sitzungen aufeinanderfolgend gestiegen. Das ist die beste Woche seit November. Und das, obwohl die Terminal Rate Expectations weiter nach oben gegangen sind, also die Erwartung der Fed Fund Futures, wo denn jetzt eigentlich der Gipfel der Zinsen sein wird. Ungewöhnlich, normalerweise ist es so, wenn diese Fed Terminal Rate Expectations steigen, fallen die Märkte und umgekehrt, nicht so am Freitag. Und hier nochmal eine Zusammenfassung der Daten. 15% der Firmen werden in dieser Woche berichten, unter anderem Apple, dazu gleich mehr. Hier sehen wir mal die Entwicklung am Freitag. Da ist es dann massiv nach oben gegangen, nochmal bevor kurz vor Handelsschluss oder so eine halbe Stunde vor Handelsschluss doch nochmal ziemlicher Abwärtsdruck kam und ein Teil der Gewinne wieder praktisch pulverisiert wurde. In der Summe immer noch Gewinne, aber im Chart ein Hanging Man, der nicht so gut ausschaut. Und dann haben wir am Donnerstag, also Mittwoch haben wir Fed, Donnerstag haben wir EZB, Donnerstag dann eben auch die Monster Earnings mit Apple, vor allem mit einer Marktkapitalisierung von 2,3 Billionen Dollar, dann Alphabet mit einer Marktkapitalisierung von 1,3 Billionen und Amazon auch eine Billion. Das heißt, wir kriegen hier mal locker 4,5 Billionen auf die Waage, was die Marktkapitalisierung betrifft. Dementsprechend natürlich eine immense Gewichtung in den Indizes, auch im Nasdaq 100. Und Alf zeigt hier mal, wie es denn ausschaut mit den Bewertungen dieser Firmen. Es gibt ja den S&P 500, das ist der Leitindex der Welt. Wenn man jetzt die 6 größten Firmen mal rausrechnet, dann hätte der S&P 500 ein Forward Price Earnings Ratio, also praktisch ein Kursgewinnverhältnis von 13. Wenn wir die 6 Schwergewichte, unter anderem Apple vor allem mit inkludieren, dann ist es schon über 17. Also wir sehen, es sind diese Schwergewichte, die auch eine sehr hohe Bewertung haben. Insofern ist das natürlich von immenser Bedeutung, was da an Zahlen kommt. Und ich hatte am Freitag schon gezeigt, wir sind jetzt so überkauft wie seit August, nicht mehr August, bevor dann Jerome Powell extra nochmal seine Rede umschrieb, um in Jackson Hole den Märkten klarzumachen, so geht es nicht, weil die Financial Conditions sich weiter lockern, damit im Grunde die Zinsanhebungen der Fed pulverisieren. Wie konnte es so weit kommen? Nun ja, wir haben einen Short Squeeze, die Bären werden richtig gesqueezed und unterinvestierte Bullen müssen jetzt gucken, dass sie da noch Performance kriegen, denn es ist ja nicht schlimmer, etwa für Profi-Investoren, wenn ihnen gesagt wird, naja, bei der Rallye, wo warst du denn? Du warst nicht dabei, das kannst du dir nicht erlauben. So sehen wir, dass amerikanische Vermögensverwalter, die sogenannten CTAs, jetzt massiv long im Markt bereit. Sie sind, alle müssen jetzt dabei sein, alle sind drin. Dementsprechend gibt es 2 Pain Trades aus meiner Sicht. Erstens, dass es weiter nach oben geht, wird für die Bären dann noch unangenehmer. Auf der anderen Seite, wenn es jetzt deutlich nach unten geht, dann wird es für die Vollinvestierten dann auch ein bisschen unangenehm. Hier warnt etwa Michael Hartnett eben für oder warnt vor dem Ungemach für die Bären. Das ist wie in Lava baden, sagt er, wenn es jetzt noch 3 bis 5% nach oben gehen würde. Er sagt, Stock Exposures are not set up for a continued rally. Also so wie praktisch die Leute investiert sind, wäre das nicht unbedingt jetzt so, dass hier Gefahr droht. There is no shortage of single stock positions that would need to be covered. Also da sieht er noch ziemlich viel Potenzial auf der Long-Seite, weil eben noch weitere Shorts gecovert werden müssen, also eingedeckt werden müssen. Jemand, der Short war
Und dann entdeckt der Tritt als Käufer auf und beschleunigt diese Entwicklung. Wir sehen auf der anderen Seite, dass selbst der größte Bär von Goldman Sachs kapituliert. Der sagt, der Markt hat einfach keine Lust. Der ist nicht in der Stimmung, jetzt zu fallen. Wir haben schwache Daten. Das scheint keine Rolle zu spielen. Wir haben weitgehend nicht so wirklich tolle Earnings. Auch das scheint keine Rolle zu spielen. Also alles spielt keine Rolle, bis es dann eine Rolle spielt. Und mir scheint es jetzt sehr zeitnah zu sein, dass es eine Rolle spielen wird. Wir sehen hier, dass selbst bei Verfehlungen der Schätzung es dann in der Regel nach oben geht. Wir haben das bei Microsoft gesehen. Erst steigt die Aktie, dann kommt die Umsatzwarnung, dann fällt die Aktie, aber dann steigt sie wieder. Das haben wir bei JP Morgan gesehen, das haben wir bei so vielen Unternehmen jetzt gesehen. Und das Witzige ist, wer zum Beispiel, oder das Paradoxe genauer gesagt, wer zum Beispiel jetzt vor den Earnings eines Unternehmens reingegangen ist mit Calls, also Optionen gekauft hat, auf steigende Kurse dieser Aktie spekuliert, der hat durchschnittlich 29% Gewinn gemacht in diesem Jahr. Und das, obwohl Analysten jetzt permanent die Gewinnschätzungen für die S&P 500 Unternehmen nach unten nehmen. Das geht immer weiter nach unten. Gleichzeitig reagieren die Aktien extrem positiv, selbst bei schlechten Zahlen. Und wir sehen hier vor allem unten bei Goldman's Most Shorted Basket, also praktisch ein Korb, ein Aktienkorb, in dem die meistgeschorteten Aktien drin sind, der geht regelrecht durch die Decke. Das zeigt, dass wir hier natürlich einen Short Squeeze sehen. Und wir haben Biggest Retail Buying seit einem Jahr. Der Retail-Kunden, also praktisch der Privatinvestoren in den USA. Wir sehen, dass Hedgefonds short waren. Die haben jetzt auch schon auf Long drehen müssen. Aber jetzt sind vor allem eben diese Retail-Investoren im Markt. Hier sehen wir mal Retail-Buy-Interest. Jetzt so hoch wie seit teilweise Jahren nicht mehr. Warum ist das so? Nun, die meisten Amerikaner, wenn die zum Beispiel Aktien handeln und die kaufen eine Aktie, dann müssen sie nicht 100% investieren, wie meistens in Deutschland. Wer, was weiß ich, eine Allianz kauft, der muss dann wirklich das ganze Geld auch strecken. Das ist in den USA nicht so. Da musst du nur einen Teil investieren. Das bedeutet, du hast eine Margin Balance, und wenn die Aktienmärkte immer weiter nach unten gehen, deine Aktien fallen, dann wird deine Margenbilanz, deine Balance, die Summe wird immer schlechter, du hast immer weniger Puffer. Allerdings, wenn die Märkte nach oben gehen, so wie das in letzter Zeit der Fall war, dann wird wieder Marge frei, du kannst wieder in den Markt, du kannst wieder gehebelt neue Positionen eröffnen. Und genau das passiert jetzt. Wir sehen hier, Ende 22 war das ziemlich übel mit diesen Debt Balances, also praktisch mit den Margenanforderungen. Und was die Leute eben auch machen, die kaufen ultra kurzfristige Optionen, die teilweise innerhalb von 24 Stunden oder sogar innerhalb von 6,5 Stunden auslaufen. Das ist die extremste Form der Spekulation, die man ungefähr machen kann, weil das muss sofort aufgehen, sonst verfallen diese Optionen wertlos. Das ist hopp oder top. Und unten sehen wir, dass über 1 Billion täglich an S&P 500 Optionen gehandelt werden. Auch das näher praktisch Rekordrate. Und jetzt sehen wir auf der anderen Seite, dass viele Amerikaner echte Probleme haben. Die Lebenshaltungskosten sind so hoch, dass 57% der Amerikaner sich nicht erlauben können, mal eben $1000 auftreiben zu müssen, wenn irgendwas kaputt geht, Waschmaschine oder ähnliches. 57%, also jeder mehr als jeder Zweite. Gleichzeitig sehen wir, dass die Autokredite, die Rate derjenigen, die ihre Autokredite nicht mehr bezahlen können, jetzt höher ist als während der Finanzkrise. Und diese Grafik zeigt, was derzeit los ist. Wir sehen nämlich, dass mehr als 35% der Amerikaner ihre Kreditkarte nutzen, um die gestiegenen Kosten überhaupt tragen zu können. Das heißt, die leben auf Pump, die wollen aber jetzt keine Abstriche machen und sagen sich, gut, dann mache ich halt mehr Schulden, um mir das Leben leisten zu können. Über 10% müssen sich sogar Geld leihen bei Freunden und Verwandten. Also auch hier haben wir praktisch die Hälfte der Leute, die sich das Leben eigentlich nicht leisten kann. Das ist das eine. Und auf der anderen Seite sehen wir, dass jetzt die Sparvolumina immer mehr abnehmen. Dieses ganze Helikoptergeld dürfte Mitte des Jahres dann aufgezehrt sein. Und deswegen versuchen wohl viele jetzt noch,
massiv gehebelt, hier reinzugehen, um sich sozusagen einen Puffer zu schaffen, um jetzt zu sagen, Mensch, die Stimmung ist doch bombig, die Fed ist bald fertig, alles wird gut, wir müssen jetzt schlichtweg nochmal richtig reinknallen, wie wir das 2021 gemacht haben. Damals sind ja viele Short-Aktien massiv gestiegen, wir haben Short-Squeezes gesehen, Aktien, die vom Handel ausgesetzt wurden, Limit-Up, also weil sie so stark gestiegen waren, dass sie vom Handel ausgesetzt waren, dann fielen sie wieder vom Handel ausgesetzt, deswegen, also das ist schon ein krasses Setup, was wir derzeit sehen. Technisch hat sich die Lage des Marktes natürlich verbessert. Wir sehen, dass der 50er Tagesdurchschnitt jetzt dabei ist, den 200er Tagesdurchschnitt zu crossen oder das bereits getan hat. Das nennt man einen Golden Cross. Manche argumentieren mit einer inversen Schulter-Kopf-Schulter. Andere sagen, naja, aber übergeordnet ist es eine Schulter-Kopf-Schulter. Sei es drum, jedenfalls eine Unterstützung natürlich des Marktes. Kommt jetzt rein durch die Buybacks. Da beginnt jetzt so langsam diese Buyback-Saison wieder zu greifen. Allerdings die Dickfische wie Apple, wie Amazon, wie Google, die können eben noch keine Buybacks tätigen. Aber das ist natürlich ein unterstützender Faktor. Wir waren jetzt in der Blackout Period. Dennoch, wenn wir uns hier mal die Charts anschauen, sehen wir hier den S&P 500 von Ron Walker. Negative Divergenz auf 60 Minuten. Wir sind oben am Trendkanal angekommen. Es ist eigentlich von der Indikatorenlage ziemlich eindeutig. Auf der anderen Seite sehen wir beim VIX unten angekommen an der Trendlinie. Positive Divergenzen. Sehr, sehr vieles deutet darauf hin, dass diese Party bald vorbei ist. Und für mich ist gerade diese Euphorie der Masse ein Warnsignal. Wir haben das immer wieder, dass kurz vor dem Top der Märkte eben die Euphorie der Masse am größten ist. Ich kriege das auch in den Kommentaren mit, unter anderem auf YouTube. Gelwin, da viele sagen, also das wird ja eine richtige Party, die geht jetzt richtig los. Und wir sehen, die Marktbreite ist nicht so großartig, wie Sven Henrik zeigt. Advanced Decline Linie. Auch mit negativer Divergenz, das heißt, wir sehen weiter steigende Kurse, aber es ist nicht die Breite sehr, sehr groß der Aktien, die da mit nach oben läuft, denn es sind vor allem eben diese Schwergewichte, wie wir gesehen haben, eine Apple, diese Werte, die in 22 nicht so gut gelaufen sind und jetzt haben wir natürlich am Mittwoch die Fed vor der Brust. Ich hatte schon gesagt, dass Paul, dass wir jetzt so überkauft sind wie im August, dass damals Powell dann intervenierte. Jetzt sagen sich die Märkte aber, naja, die Fed kann er nicht mehr tun. Wir sehen ein baldiges Ende der Zinsanhebungen und da ist die Fed so eine Art Lame Duck und wir wetten jetzt gegen die Fed. Die Märkte verhalten sich jetzt so oder preisen jetzt das ein, was die Fed aus ihrer Sicht tun sollte. Aber sie preisen das nicht ein, was die Fed wahrscheinlich tun wird. Denn eins dürfen wir nicht vergessen, die Fed ist sehr geprägt von den 1970er Jahren. Sie hat Angst, dass diese Nachfrage wiederkommt, wie damals in den 70er und 80er Jahren, gefolgt von einer neuen Inflationswelle, die sich gewaschen hatte. Und das große Problem ist, wenn du jetzt anfängst, die Zinsen wieder zu senken, dann belebst du ja diese Animal Spirits, dann schaffst du wieder neue Nachfrage, dann denken sich die Leute, super, die Zinsen fallen, alles gut, jetzt können wir wieder uns massiv verschulden, Nachfrage erzeugen, das ist genau das Problem, also was tun Fed, da hat jetzt ein Kommentator bei Finanzmarktwelt gesagt, naja, die Fed wird zwar wahrscheinlich die Zinsen nur um 0,25% anheben, davon gehen die Märkte ja mit 98% Wahrscheinlichkeit aus, aber sie könnte auch sagen, in Sachen Quantitative Tightening machen, also dass sie androht, die Bilanzsumme schneller noch zu reduzieren. Sie muss sich etwas einfallen lassen, denn wir sehen hier, dass im Prinzip jetzt die Financial Conditions so lax sind, wie bevor die Fed überhaupt die Zinsanhebungen begonnen hat. Das heißt, diese Zinsanhebungen sind komplett verpufft. Das kann und wird der Fed nicht gefallen. Wall Street is ignoring the Fed. That could be dangerous. Yes, that could be dangerous. Und wir sehen diese Euphorie der Massen, die sich sagt, wow, das ist alles schick. Wir gehen all in. Wir wollen jetzt unbedingt hier Gewinne produzieren. Und hier sehen wir mal die Differenz zwischen den Markterwartungen und der Fed. Die Fed sagt ja, wir werden in 2023 die Zinsen nicht senken. Der Markt sagte, werdet ihr doch. Der Unterschied liegt jetzt bei 70 Basispunkten. Aber wie gesagt, es wäre ein fatales Signal der Fed, wenn jetzt nicht irgendwas Furchtbares passiert, die Wirtschaft total abstürzte, wenn sie dann wirklich eben die Zinsen senken würde ohne Not. Und das ist so ein bisschen dieses Paradox auf dieser Rallye. Eigentlich preist man ein Soft Landing ein, aber man preist eben gleichzeitig auch eine Zinssenkung der Fed ein. Hier Nick Timiraos mit neuen Aussagen, das Mauspiece der Fed, der Fed-Flüsterer könnte man sagen. Ja, die extrem hohe Inflation, die scheint sich langsam abzuschwächen.
aber die FED-Mitglieder verweisen auf die Stärke des Arbeitsmarkts und das ist eben auch einer der zentralen Treiber. Wir werden absehbar, vor allem auch in Deutschland, wir werden absehbar Arbeitskräftemangel haben. Das ist ein riesiges Problem. Arbeitskräftemangel heißt, dass tendenziell die Löhne weiter steigen. Angebot, Nachfrage, wenn zu wenig Angebot an Arbeitskräften, können die höhere Löhne fordern, dann steigen die Kosten für die Unternehmen. Das müssen die Unternehmen dann an die Konsumenten wieder weitergeben, sonst geht die Marge kaputt. Also das ist praktisch so ein Dominoeffekt, der da entsteht. Und das ist etwas, was die Märkte bisher nicht so sehen. Man ignoriert die bisher doch relativ robusten Arbeitsmarktdaten. Abschließend, meine Damen und Herren, jenseits jetzt der Finanzmärkte, was ein Punkt werden kann, auch in Sachen Inflation, nämlich Ölpreis. Hier sehen wir ja diese Attacke wohl von Israel auf eine iranische Militäranlage. Israel bekennt sich nicht offen dazu, aber es dürfte klar sein, dass das die Israelis waren. Der Iran jetzt auch durch die Lieferung von Drohnen an Russland natürlich in diesem Kontext, der jetzt doch relativ brandgefährlich ist. Wir haben auf der einen Seite Iran im Kontext mit dem ganzen Nahen Osten, Israel dieser Thematik. Wir haben den Iran im Kontext mit auch Russland, Ukraine und die Amerikaner sagen, alle Optionen sind auf dem Tisch. Das könnte sicherlich auch jetzt die Märkte noch ziemlich beschäftigen in nächster Zeit. Schauen wir uns noch zwei Dinge an, meine Damen und Herren, bevor ich Sie in diese Monsterwoche entlasse. S&P 500, die große Wette gegen die Fed. Mein Kollege Wolfgang Müller wieder mit einem sehr, sehr großen, tollen Bild. Das Big Picture, was jetzt auf dem Spiel steht, er vertritt die These, die Fed muss 2023 die Zinsen senken. Ich sehe es anders, aber wer recht hat, das werden wir erst hinterher erfahren, aber extrem lesenswert, damit Sie verstehen, was hier gespielt wird. Erste Empfehlung und zweite Empfehlung, die Daten aus China, die sind sehr wahrscheinlich fake, denn wir haben jetzt die Handelsbilanz aus Hongkong bekommen und die zeigen, da kann etwas nicht stimmen mit den chinesischen Daten. Auch das hochinteressant von unserem China-Kenner Dewey Anderson. Zwei Empfehlungen, jetzt sage ich erst einmal Servus und Ciao.